Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der von sich behaupten kann, dieses Fehlerbild schon einmal gesehen zu haben. Das ist hier der Klassiker, wenn das Windows Update fehlgeschlagen ist. Damit schlage ich mich nun jetzt schon ein paar Monate rum. Auf meinem Laptop lässt sich das Funktionsupdate nicht installieren. Prinzipiell ist das für mich kein großes Problem. Zum Beispiel schon deshalb, weil ich ja ein Backup habe und jederzeit meinen PC neu aufsetzen könnte. Der andere Grund ist ganz einfach, ich kann trotzdem in mein System reinbooten, halt ohne die neuen Funktionen. Und es sieht auch so aus, als würden Sicherheitsupdates weiterhin installiert werden. Was also tun mit dem PC? Eine Möglichkeit wäre jetzt, Windows einfach neu zu installieren. Ich habe schon viel Zeit verschenkt, jetzt da das Problem zu analysieren, bin aber zu keiner Lösung gekommen. Ich bin auch schon die ganzen Internet-Tutorials durchgegangen, was man tun soll, wenn das Windows-Update fehlschlägt. Meine letzte Option ist jetzt die Windows-Neuinstallation. Wenn ich jetzt aber ohnehin Windows neu installieren müsste, könnte ich mich vielleicht für meinen Zweit-PC hier schon mal umschauen, ob es da nicht ein anderes Betriebssystem gibt, das in Frage käme. Und tatsächlich, ich bin auf PureOS gestoßen. Dabei handelt es sich um ein Debian-Derivat, ähnlich wie Ubuntu oder Mint, aber auf Privatsphäre ausgerichtet. Und das fand ich interessant und deshalb gehe ich mit dir jetzt im Video einmal durch, wie ich das System installieren kann. Noch bin ich ja am Windows-PC und was muss ich jetzt also tun, um PureOS auf mein Laptop zu bekommen? Das erste, was ich tun muss, ist eine Datei von PureOS herunterzuladen, die ISO-Datei, die die Installationsdateien für das Betriebssystem enthält. Diese wiederum muss ich dann auf einen USB-Stick kopieren. Einfach kopieren reicht nicht, man benötigt dazu ein Programm, das auch dafür sorgt, dass der USB-Stick gebootet werden kann. Ich habe persönlich immer gute Erfahrungen mit Rufus gemacht und ich kann hier einfach mal auf Rufus klicken und dann die Version 3.1.3 aktuell herunterladen. Das andere, was ich brauche, ist die Webseite von PureOS. Ich google die einfach. Vielleicht habe ich ja auch Lust, die dir in die Videobeschreibung zu packen. Aber die heißt einfach pureos.net. So, und hier kann ich einfach auf Download klicken. Und hier gibt es dann die 1,4 GB große ISO-Datei. So, der Download ist jetzt abgeschlossen. Bevor wir jetzt aber loslegen, würde ich mal die Checksumme noch prüfen. Wir reden ja hier von einem Betriebssystem, das hohen Wert auf Datenschutz legt. Und da sollte man schon mal gucken, ob die ISO-Datei auch die echte ist. Ich bin immer nicht so ganz überzeugt von diesen Checksummenprüfungen, aber in dem Fall ist es zumindest ein Stück besser, als es nicht zu tun. Denn hier sehe ich zum Beispiel die Domain pureos.net. Und die Checksummen liegen auf einer anderen Domain. Naja, vielleicht hilft es ein bisschen was, wenn wir die jetzt abprüfen. Zumindest ist es schnell gemacht. Wo finde ich diese Dateien? Naja, hier war ich ja im Download auf der Download-Seite und hier kann ich auf This File klicken. Und dann finde ich das. Unsere Datei ist die obere hier, kann man einfach am Dateinamen sehen. Und wir müssen jetzt gucken, ob die diese Checksumme hat. Um jetzt also hier die Prüfung durchzuführen, gehe ich aufs Startmenü. Öffne die PowerShell, gehe in meinen Downloads-Ordner, wo jetzt auch tatsächlich die ISO-Datei liegt. Und ich habe einen kleinen Spickzettel geschrieben. Das ist das PowerShell-Kommando, das ich jetzt ausführen muss, um diese ISO-Datei zu prüfen. Ich habe jetzt nicht besonders schnell getippt, ich habe einfach Tab gedrückt, dann schlägt er mir schon die Dateien vor. Und als Algorithmus nehme ich hier SHA-256. Warum weiß ich das? Naja, steht ja hier oben. Also einfach mal Enter drücken. Und jetzt sehe ich die Checksumme und die sollte möglichst mit der hier oben übereinstimmen. Bis auf die Groß- und Kleinschreibung tut sie das auch, wenn ich das richtig sehe. Gut, alles perfekt dann soweit. Ich kann also Rufus öffnen. Rufus habe ich in den Downloads. Halt, stopp, wir machen das Ganze jetzt nicht mit Rufus. Das hätte ich zwar gerne gezeigt, funktioniert aber nicht. Typischer Fall von Read Your Fucking Manual oder Read The Fucking Manual. Hier steht es ja eigentlich, man soll Edger benutzen. Wir halten uns mal dran, denn mit Rufus hat die ganze Installation nicht geklappt. Den gibt es für Windows, kann ich also einfach hier einmal runterladen, schon mal für den Start vormerken. Dann gehen wir mal zurück auf die Anleitung und schauen mal, was hier noch steht. Die ISO-Datei soll ausgewählt werden, dann das Flash-Drive auswählen und auf Flash klicken. Also keine weiteren Optionen setzen und ja, das Ganze im Grunde so lassen, wie es ist. Also machen wir das doch. Flash vom File sieht gut aus.
Dann gehe ich in die Downloads bei mir, wähle die Pure OS Datei aus, hier dann auf Select Target und hier sehe ich dann ja meinen USB-Stick. Einmal auf Select und auf Flash. Mit Ja bestätigen hier und jetzt einfach abwarten. So, das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Ich kann jetzt den USB-Stick einmal abziehen und wir sehen uns jetzt gleich am Laptop wieder und können PureOS damit installieren hoffentlich. Und wieder ein Einschub von mir. Ich hätte dir in diesem Video wirklich gerne gezeigt, wie du PureOS installieren und benutzen kannst. Tatsächlich haben mich jetzt zwei Macken davon abgehalten. Die Installationsroutine ist so unintuitiv, dass man da ganz schnell mal einen Fehler macht. Zum Beispiel ist es relativ kompliziert, schon eine bestehende Festplatte umzuformatieren. Das kann sogar der Windows-Installationswizard besser. Ich möchte ja einfach nur sagen, hier ist die Festplatte, alles was da drauf ist, mach platt und installiere dich neu darüber. Das ist gar nicht so trivial und ich hatte da ein bisschen mit zu kämpfen, um das richtig hinzubekommen. Viel schlimmer ist aber der Faktor, dass ich die Verschlüsselung aktiviert lassen kann und trotzdem ohne Verschlüsselung installieren kann. Wie das geht, weiß ich nicht, weil ich hatte einfach nur kein Passwort eingegeben, weil ich diesen dünnen Streifen mit der Verschlüsselung unten nicht gesehen habe. Trotzdem hat er installiert und einfach keine Verschlüsselung angemacht. Das ist ein absolutes No-Go für ein Betriebssystem, das Wert auf Datenschutz legt. Selbst Linux Mint macht das besser. Der zweite Showstopper ist aber deutlich gravierender. Als ich es dann endlich geschafft hatte, die Verschlüsselung zu aktivieren, konnte ich gleich gar nicht mehr starten. Ich werde beim Booten zwar nach dem Passwort gefragt, es werden aber keinerlei Tastatureingaben akzeptiert. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das an meinem Laptop liegt, also kann man natürlich nicht ausschließen und wird wahrscheinlich zur Hälfte auch stimmen, weil jede Hardware verhält sich ein bisschen anders. Aber ich habe da schon einige Programme drauf gehabt, die im Grunde das gleiche machen. Zum Beispiel BitLocker. Ich hatte aber auch schon Descryptor drauf und Veracrypt. Alle diese Programme fragen das Passwort beim Booten ab und bei denen hat es allen geklappt, außer jetzt hier bei PureOS. Von daher breche ich die Installation an der Stelle ab. Ich möchte jetzt auch keine weiteren Fehlerbehebungen hier durchführen, denn meine Intention war es ja, von einem Betriebssystem wie Windows, das ja doch immer wieder mal Eingreifen erfordert, auf ein flüssig laufendes System zu wechseln. PureOS scheint mir hier absolut der falsche Kandidat. Und ich persönlich habe mir mal vorgenommen, wenn der erste Eindruck schon zum Problem wird, dann lasse ich da einfach die Finger von. Das mache ich jetzt hier auch und werde mich weiter auf die Suche begeben nach einem vernünftigen Betriebssystem. Vielleicht wird es Linux Mint, vielleicht aber auch was anderes. Wenn du eine Empfehlung für mich hast, nutze doch bitte die Kommentare, um mir einen kleinen Tipp zu geben, welches Betriebssystem stabil läuft und Wert auf Datenschutz legt.